Liebe Mitmenschen und Mitmenschen. Was? Nein, nicht wirklich. Na gut, okay, ich mag's ja. Also ich habe gerade eine Regieanweisung bekommen, dass bei Äquipotenz der Geschlechter dem Weiblichen der Vorzug zu geben ist. Das heißt jetzt, liebe Mitmenschinnen und Menschen. Herzlich willkommen wieder einmal zu Professor Frankenfurters Corona-Webinar, Lektion Nummer 5. Ja, diese ganze Genderei, die ist eigentlich auch irgendwas Zeitgenössisches, nicht? Also irgendwo in der letzten Zeit erst entstanden. Und das führt uns auch gleich zu unserer heutigen Vorlesung. Es geht nämlich um Geschichte. Also sozusagen Frankie Versum History. Es geht um die letzte Zeitgeschichte, das heißt also die letzten paar Monate, klarerweise, wie sich das Coronavirus entwickelt hat. Wie ihr wisst, ist das Ganze eigentlich nur irgendwann im Dezember in China entstanden. Da ist das Virus angeblich von der Fledermaus auf irgendein Schuppentier, dann auf den Menschen übergesprungen. Und das hat sich also dann in China sehr rasant verbreitet. Ja, das führte dann eigentlich zu einer tiefen Depression im ganzen Land. Melancholie. Im Dezember war in China ganz schnell angesagt und schnell wie nie. Ab Dezember war das ganze Land verzagt. Ja, und wie es der Teufel so will, hat sich die Infektion weiter verteilt, über den Iran, dann weiter auch nach Europa. Und Italien war das erste Land, das betroffen war und das leider Gottes immer noch sehr, sehr betroffen ist. So ist es weitergegangen. Arrivederci in Italien, arrivederci, alles bleibt nun stehen, wann gibt es wieder Spaghetti und Pasta? Und Wiener Rosso ist bald keiner mehr da. Ja, das Virus hat natürlich auch nicht vor Österreich Halt gemacht. Tirol hat sich da, glaube ich, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das ist ein anderes Thema. Allerdings war es dann so, irgendwo wurde die Hüttengaudi zum Hüttengau, möglicherweise auch zum Hütten-Supergau. Und das hat sich dann entsprechend so angefühlt. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin das Virus aus Tirol. In den Après-Disco-Stadeln volle her über die Malen und die Buben erobere im Sturm. Gut, in weiterer Folge hat sich also das Virus nicht nur von Tirol, sondern auch von anderen Brennpunkten über ganz Europa verbreitet nach Amerika auf die ganze Welt. Wow, 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 Virus aus Wuhan. Du warst schneller da, als man blinzeln kann. In ganz Europa, auch in Österreich, bist du im Nu vorhanden gleich. Oh, oh, oh. Ja, und natürlich haben sich auch unsere deutschen Brüder bei uns in Tirol, am Arlberg und in Salzburg herumgetrieben und natürlich auch entsprechende Sause gemacht. Nun, das Ganze hat sich so entwickelt. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert, 1001 Nacht hat uns Covid gebracht. Ja, jetzt sitzen wir da und sind locked down, sagt man dazu, heruntergefahren
Ja, müssen wir halt durch, nicht? Es hilft nichts. You got to slow down, you got to slow down, slow down, you better slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Ja, liebe Leute, das war heute unser kleiner Ausflug in die rezentere Geschichte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen von der heutigen Vorlesung. Und ich werde die Lektion beenden mit einem Zitat aus der Rocky Horror Picture Show. And crawling on the planet's face, some insects called the human race, lost in time and lost in space and meaning. Hast so viel wie, alles ist möglich, nichts ist fix. Also, durchhalten.